Hallo, mein Name ist Zuko, meine Damen und Herren. Da wir uns vor einigen Tagen schon angeschaut haben, wie man zu einem perfekten Schlafergebnis kommt, schauen wir uns dahingehend heute an, warum wir überhaupt ständig müde sind. Jeder von uns kennt's, wir stehen morgen auf und haben eigentlich genug geschlafen, aber trotzdem fühlen wir uns so, als hätte uns ein Bus angefahren. Die Müdigkeit kommt immer wieder und macht unseren Alltag schwerer, unser Gehirn langsamer und unsere Lebensqualität leidet darunter. Und genau um dieses Problem zu lösen, versuche ich seit längerer Zeit meinen Schlaf zu optimieren und generell Maßnahmen zu ergreifen, um die Müdigkeit bis aufs Minimum zu verringern. Beispielsweise habe ich einen Monat lang meinen kompletten Schlaf getrackt und habe versucht, durch ein paar Faktoren meinen REM- und Tiefschlaf zu erhöhen. Und es hat wirklich dazu geführt, dass ich mich ausgeruhter gefühlt habe. Aber das Rabbit Hole geht so viel tiefer, deshalb habe ich mit einem Experten gesprochen und jede Menge Dinge ausprobiert und die bei mir den ganzen Unterschied gemacht haben, möchte ich euch in diesem Video hier präsentieren. Kapitel 1, Schlaf. Unser Schlaf bildet logischerweise das absolute Fundament für unsere körperliche und geistige Ausgeruhtheit. Es macht nicht Sinn, irgendwas anderes zu optimieren, wenn das nicht stimmt, weil das ist halt wirklich die Basis. Und das Ding ist, Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Es stellt sich heraus, dass nicht nur die Schlafdauer, sondern vielmehr sogar die Schlafqualität darüber entscheidet, wie ausgeruht wir uns fühlen und wie fit wir sind. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Du kannst 8 Stunden schlafen und nicht so fit sein wie jemand, der 6 Stunden schläft, aber eine bessere Schlafqualität hat. Wie man da hinkommt, gut, man muss halt diese Wearables wahrscheinlich tragen und das irgendwie tracken oder so. Ich habe das nicht. Gut, ich habe eine Apple Watch, die kann sowas tracken, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so genau wie so ein Whoop-Band oder irgendwie sowas heißt, glaube ich. Naja, gut, wir schauen mal weiter. Diese variiert drastisch. In der Zeit, wo ich meinen Schlaf getrackt habe, habe ich beispielsweise herausgefunden, dass wenn ich vor dem Schlafengehen nicht auf Bildschirme schaue, mein Schlaf um ein Vielfaches besser ist und ich viel länger in diesen essentiellen Schlafphasen bin. Einfach eine Stunde vor dem Pennengehen die Lichter zu dimmen und eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen nicht mehr auf Bildschirme zu schauen, hat bei mir einen riesengroßen, messbaren Unterschied gemacht. Krass. Aber die Schlafqualität orientiert sich auch an anderen Faktoren. Das Zimmer beispielsweise sollte komplett abgedunkelt sein. Am besten mit irgendwelchen Vorhängen, die wirklich gar kein Licht durchlassen. Und es sollte idealerweise zwischen 19 und 20 Grad haben. Also eher. Oh, im Video von ein paar Tagen haben wir gehört, dass es 16 bis 18 Grad kalt sein soll. Also 19 bis 20 erscheint mir auch ein bisschen zu warm. Klar, jeder Körper ist unterschiedlich, jeder Körper ist anders. Aber das mit dem komplett Abdunkeln sehe ich auf jeden Fall genauso, weil dich sonst irgendwie Sonne aufwecken kann oder irgendwelche Straßenlichter oder irgendwie so irritieren könnten. Gut, irritieren jetzt vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sollten 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen und 12 Stunden vorher circa kein Koffein mehr trinken. Natürlich sollten wir uns im Alltag auch ausreichend bewegen, damit wir am Abend wirklich müde sind und keine Probleme haben einzuschlafen. Und man sollte rausgehen, direkt wenn man aufwacht und Sonnenlicht in seine Augen kriegen. Also halt nicht in die Sonne schauen, aber halt kurz einfach rausgehen und Licht in die Augen bekommen, da das der biologischen Uhr sozusagen sagt, dass wir jetzt wach sind und somit kann die bestens ticken und am Abend sind wir dann auch wirklich müde. Ja, ist halt schwierig, gerade so in den Wintermonaten, ne? Direkt morgens aufzustehen und keine Ahnung, Sonnenlicht zu bekommen, weil du da halt wirklich die Sonne erst um, wann geht die da auf? Ich glaube meistens irgendwie erst um 8 oder 9. Bei mir ist es so, in letzter Zeit stehe ich zumindest immer so gegen 7 Uhr auf. Und dann ist es natürlich im Winter einfach nicht hell. Ich weiß, dass es so Tageslichtlampen gibt, die man sich dann besorgen kann, die generell gut tun bei sowas. Aber ich weiß es nicht. Also mit diesem Tageslicht, das kriege ich morgens selten hin. Ich mache aber eh mal. Ich stehe meistens nach 5 bis 10 Minuten auf nach dem Aufstehen und war noch kurz zum Handy ein paar Nachrichten checken. Und dann reiße ich einfach die Vorhänge auf, dann läuft der Hase. Okay, aber was sollte man tun, wenn man nicht schlafen kann? Das betrifft sehr, sehr viele Menschen da draußen. Erstmal ist die Frage auch, warum kannst du nicht einschlafen und passiert das einmalig, ne? Oder ist das wirklich ein fortlaufender Prozess? Das heißt, Tag für Tag schläfst du schlechter. So, wenn es ein regelmäßiges Ding ist, dann sollte man einfach versuchen, wirklich den Schlaf vielleicht zuallererst mal verstehen zu lernen. Aber wie funktioniert unser Schlaf jetzt genau? Vereinfacht gesagt, gibt es in einem Schlafzyklus, der dauert ca. 90 bis 120 Minuten, 3 Schlafphasen. Das Ganze beginnt mit der Einschlafphase, die dann in den sogenannten Leichtschlaf übergeht. Hier beginnt unser Körper abzukühlen, die Herzfrequenz sinkt und die Muskeln entspannen sich. Dann geht das Ganze über in den Tiefschlaf. Dort regenerieren sich vorwiegend unsere physiologischen Faktoren, sprich Muskeln, Gelenke, Sehnenbänder, alles, was wir am Tag so beanspruchen. Und auch für den Hormonhaushalt ist diese Schlafphase super wichtig. Unser Körper bringt sich also wirklich wieder auf Vordermann, bevor es dann in die sogenannte REM-Schlafphase geht.
Das ist das Wichtigste. Das ist, glaube ich, der Tiefschlaf. REM steht für Rapid Eye Movement und ist eigentlich insane gruselig. Das heißt einfach so, weil sich unsere Augen unterm geschlossenen Augenlid einfach die ganze Zeit so bewegen. Und der ist so wie der Tiefschlaf, also die REM-Schlafphase, aber dort regeneriert sich die psychische Seite unseres Körpers. Das sprich, das Gehirn beginnt zu arbeiten und unterteilt beispielsweise das Wichtige, was man am Tag gelernt hat, und schiebt es ins Langzeitgedächtnis, und das Unwichtige wird einfach verworfen. Außerdem, das ist so krass. Das ist so krass. Da bewegen sich die Augen dann die ganze Zeit irgendwie so schnell hin und her und schauen irgendwie links, rechts, links, rechts. Ich schieb das rüber, bla bla, so wie bei SpongeBob im Kopf, wo dann alles brennt und dann schiebt irgendwelche Ordner rüber. Das ist krass, das wusste ich nicht. Ich dachte, REM wäre Tiefschlaf. Oh wow. Ey, ich liebe Videos, wo man was über den eigenen Körper lernt, ne? Ich find's halt auch so crazy, dann darüber nachzudenken, dass jeder Mensch seit keine Ahnung wie viel Millionen Jahren so schläft. Dass jeder diese Schlafphasen hat. Klar, das wird sich ein bisschen geändert haben und keine Ahnung was, aber so basically ist unser Körper ja genauso noch wie vor 2000 Jahren so beispielsweise oder keine Ahnung, vor weiß ich wie vielen Jahren. Und die schlafen seitdem, der Schlaf ist bei allen immer gleich. Das ist so krass. Menschen haben schon immer geträumt. Stellt euch das mal vor! Übrigens, aus dieser Schlafphase gerissen zu werden, ist absolut irre. Also wenn ihr irgendwann mal aufgeweckt werdet und ihr fühlt euch wirklich so, als würdet ihr nicht mehr leben wollen, das war wahrscheinlich eine REM-Schlafphase. Ach krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon mal hatte. Aber krass, wenn man da aufgeweckt wird, gut, die Phasen sind wahrscheinlich relativ kurz. Und eher so wirklich mittendrin beim Schlafen. Das ist krass. Aber okay, wir schauen weiter. Jeder Mensch 8 Stunden Schlaf und... Nein. Nicht jeder Mensch braucht 8 Stunden Schlaf. Jeder Mensch ist unterschiedlich und wie bereits gesagt, es kommt voll auf die Qualität an. Es gibt sozusagen in der Chronobiologie einmal die Lerchen und einmal die Eulen. Bedeutet einfach nur gesagt die Frühaufsteher und die Langschläfer. Und es zieht sich, wenn man das ganze Feld auseinanderziehen würde, zieht sich das einfach von 5 Uhr morgens, wo die Leute aufstehen. Aber es gibt auch Leute, wo die erst gefühlt um 3, 4 Uhr morgens schlafen gehen. Ne? Es ist ein sehr breites Spektrum. Die meisten Menschen brauchen einfach ihre 7 bis 9 Stunden Schlaf. Ich würde sagen, da befinden sich 90% der Menschen auch. Mhm. Es gibt ja auch so ein Gen, dass man weniger Schlaf braucht sozusagen. Aber das ist, ich habe da mal gegoogelt, weil viele Leute so in meinem Freundeskreis meinten so, yo, ich hab das. Ich habe da mal gegoogelt, wie häufig das ist und das ist wirklich extrem selten. Also, dass man wirklich genetisch mit so weniger Schlaf klarkommt, das ist so viel seltener, als die meisten Leute glauben. So. Ja, das stimmt. Also es sind, wie du selber sagst, es wären vielleicht 2% oder so. Es ist auf jeden Fall die Minderheit. Ist auf jeden Fall auch nicht die Regel, so wenig zu schlafen. Würde ich auch keinen normalen Menschen empfehlen. Ne, viele sind auf so 5 AM Challenges und so. Bin ich meistens davon der Fan, lieber davon abzuraten. Ja, das denke ich mir auch. Also ein Kumpel von mir meinte auch letztens, er hat das eine Zeit lang gemacht. 5 Uhr morgens aufstehen, googelt einfach mal 5 AM Club. Das ist ganz interessant, finde ich. Aber ich denke mir auch, ja, das heißt halt, dass du dann um 21 Uhr schlafen gehst. Und das wäre jetzt in diesem Moment. Es ist noch taghell draußen, es ist gerade Hochsommer, ne? Deswegen, da bin ich kein Fan von. Vor allem um 5 Uhr ist halt noch niemand wach. Ich weiß, die Leute sagen dann, ja, dann hast du aber Zeit für dich, Yoga, Meditation, Sport. Ja, mein Gym macht um 7 Uhr auf. Wo soll ich Sport machen, Digga? In meinem Keller? Also deswegen, es macht vielleicht Sinn in, ja, ich weiß nicht. Ich bin da auch kein Fan von. Früh aufstehen, ja. Aber erst so ab 6.30 Uhr, 7 Uhr, 5 Uhr ist ein bisschen übertrieben. Und das ist wirklich wichtig, denn man kann Schlaf nur bedingt nachholen. Wenn man beispielsweise eine Nacht kurz oder schlecht geschlafen hat, macht es Sinn, die nächste Nacht ein bisschen länger einzuplanen. Wenn wir allerdings chronisch zu wenig schlafen, bauen wir diese Schlafschuld immer weiter auf. Und das äußert sich dann einfach an unserem Körper und an unserer Psyche und verursacht gesundheitliche Schäden. Und das ist sehr schwer wieder aufzuholen. Ich hatte genau das. Und dann hatte ich einen Burnout. Und dann musste ich wirklich gefühlt einfach mal eine Woche komplett nur rumliegen, schlafen, gesund essen, rumliegen, schlafen. Die ganze Zeit Augentropfen benutzen, weil ich die ganze Zeit auf den Screen geguckt habe, bla 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 bla. Das hat sich bei mir so geäußert, mitten meines Studiums, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, ich glaube 20, 21, so um den Dreh. Und hatte Studium gleichzeitig wie Praktikum, gleichzeitig wie YouTube und dazu noch natürlich mein privates Leben, was noch dazu kam, also Sport, Freunde, alles Mögliche, wo man sich sonst noch so kümmern musste, was natürlich Spaß macht, aber was trotzdem Stress ist für den Körper und jede Nacht nur so 3-4 Stunden geschlafen und das kann ein Körper mal aushalten, 1-2 Nächte am Stück, aber danach merkst du immer mehr so eine Trägheit und irgendwann
braucht dein Herz deutlich mehr Schläge, um das ganze Blut durch den Körper zu dingen, sondern kriegst du so Herzrasen immer, fühlst dich dadurch auch irgendwie, ich hatte so Schwindel und so, das baut dann leider alles aufeinander auf. Was ist der größte Hebel oder das Erste, was man tun sollte, wenn man mit möglichst wenig Aufwand seinen Schlaf verbessern will? Zu deiner Frage, was man vielleicht als Erstes tun sollte, um wirklich den Schlaf zu verbessern, das ist in meinen Augen einfach den Schlaf zu verstehen und vor allen Dingen zu schätzen. Ja, das bedeutet, ganz einfach gesagt, wenn du ins Schlafzimmer zum Beispiel gehst, was assoziierst du mit deinem Schlaf? Und das stimmt absolut. Ich habe vor ein paar Jahren begonnen, den Schlaf nicht mehr so als etwas zu betrachten, was man machen muss und was mich nervt und worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe, sondern etwas, was wirklich, wofür ich wirklich dankbar bin und was ich schätze. Und ich freue mich immer, mich ins Bett zu legen und schlafen zu gehen. Und das war wirklich simpel, diese Gewohnheit zu bekommen. Und wirklich dankbar für den Schlaf zu sein, macht den Schlaf so viel besser. Und das ist, glaube ich, so ziemlich das Einfachste, was man machen kann, um wirklich seine Schlafqualität drastisch zu erhöhen. Ja, aber das Problem ist, so eine dauerhafte Dankbarkeit zu entwickeln, ist unfassbar schwer auf einer psychischen Ebene. Man muss sich eigentlich jeden Tag für alles bedanken, was um uns herum ist. Dass ich hier gerade in eine Kamera gucken kann, also jetzt mal generell ganz groß gefasst, dass ich das hier meinen Job nennen kann, aber auch ganz klein gefasst, dass ich überhaupt Internet habe. Dass jeder von euch hat das Privileg, Internet zu haben und selbst hier entscheiden zu dürfen, dass er sich diesen Scheiß hier von mir anschaut. Der von ihm nicht, das ist ein gutes Video. Aber mein Scheiß hier mit Arminia-Trikot, was 10 Jahre alt ist. Ja, keine Ahnung. Also man muss sich generell viel öfter darüber bewusst sein, was man selbst hat im Leben. Und mit dem Schlaf, das... Ich kriege das vielleicht heute Abend hin und morgen vielleicht auch noch, aber übermorgen bin ich dann mit Freunden abends unterwegs, dann vergesse ich es abends und dann ist es wieder raus. Also man muss sich da eine Routine aufbauen und das dauert wie bei allem im Leben. Kapitel 2, Ernährung. Eine weitere essentielle Rolle in unseren Energielevel spielt die Ernährung. Vielleicht kennst du das, das hatte ich mein ganzes Leben lang. Wir essen den ganzen Vormittag lang nichts oder wenig und dann essen wir viel zu Mittag und haben dann ein absolutes Mittagstief. Dieser typische Mittagscrash, wo man sich dann hinlegen muss oder einfach wirklich hart keine Energie hat. Was bei mir geholfen hat, ist untertags wenige kurze Kohlenhydrate zu essen. Und um herauszufinden, warum das so ist, müssen wir ganz kurz unseren Blutzuckerspiegel verstehen. Im Prinzip gibt es zwei Arten von Kohlenhydraten. Einmal die kurzkettigen, beispielsweise Zucker oder Weißbrot, und einmal die komplexen oder langkettigen, beispielsweise Vollkornprodukte oder Haferflocken. Langkettige Kohlenhydrate brauchen länger, um verdaut zu werden. Sprich, sie gehen langsam und regelmäßig in unser Blut über und verursachen deshalb einen leichten Blutzuckeranstieg, der dann auch leicht wieder abfällt. Und das über einen längeren Zeitraum. Kurzkettige Kohlenhydrate bilden eine super hohe Blutzuckerspitze, weil sie eben sehr schnell vom Körper verdaut werden. Und das Problem in der Biologie ist, alles was hochkommt, muss irgendwann auch wieder runter und genau das verursacht diesen Crash, das verursacht die Müdigkeit. Außerdem, ja, das haben ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm und auch wirklich Leute in meinem Alter checken das noch nicht oder haben sich damit nie befasst mit der ganzen Thematik Blutzucker. Also jeder kennt das, ihr esst irgendwie was bei McDonald's und keine Ahnung was oder irgendwas Zuckerhaltiges und ihr seid plötzlich da und dann knickt ihr völlig ein. Beispielsweise, ich habe vor 20 Minuten einen Salat gegessen, wo ein bisschen Kartoffeln drin waren, ein bisschen Chicken noch und halt Salat. Und gut, natürlich liegt das Essen auch im Magen und natürlich habe ich danach nur 2-3 Minütchen gechillt. Aber jetzt sitze ich am PC und kann aufnehmen und ich habe nicht dieses, boah, ich würde am liebsten Mittagsschlaf machen. Und ich finde, wenn man mal abends sowas isst, eine dicke, große Mahlzeit, ey komm, gönn dir. Wie gesagt, nicht zu nah vorm Schlafen gehen, aber... Ich finde, wenn man das so, es gibt ja Leute, die essen, ne, in England, Digga, die essen morgens irgendwie Bohnen mit Speck und Rührei und Würstchen und Ketchup. Boah, ne, wie könnt ihr euren Tag leben? In meiner Erfahrung macht es den ganzen Unterschied, also so mache ich es und das funktioniert bei mir prächtig, am Tag über, sprich zum Frühstück und zum Mittag, eher versuchen, wenige kurze Kohlenhydrate zu essen oder halt wirklich nur in geringen Mengen und eher auf die komplexeren, langkettigen Kohlenhydrate zurückzugreifen oder Kohlenhydrate ganz zu meiden. Ich auch immer. Das heißt, kein Zucker. Einfach Spiegel, Avocado-Brot. Da hat man schon verloren, bevor es überhaupt begonnen hat. Am Abend ist diese Regel dann egal, da schaue ich auch nicht mehr drauf, da kann ich gerne müde werden, da ist sowieso schon alles vorbei. Auch unser Hormonspiegel beeinflusst unser Energielevel signifikant und deshalb ist es in unserem Interesse, den möglichst gut im Gleichgewicht zu halten. Was dafür super wichtig ist, ist genügend gute Fette in sein System zu bekommen. Nüsse, Avocado, Fisch, etc. Lachs oder so, Leinöl. Avocados, Nüsse, auch Eier. Das hilft mir persönlich immer wirklich, da Fortschritte zu machen und ich merke richtig, wenn das passt. Ja. Also es ist wirklich eine andere Realität, weil man einfach viel mehr Energie hat. Aber auch wenn die Müdigkeit dann trotzdem mal kickt, hier ein paar Lebensmittel, mit denen man sich wieder aus diesem Crash rausholen kann. Bei mir hilft dunkle Schokolade in geringen Mengen extrem.
Datteln. Das ist zwar, sind zwar alles eher zuckerhaltige Sachen, aber in geringen Mengen läuft das super. Und Ingwer mit Honig. Honig generell auch vor dem Training absoluter Cheatcode. Es ist generell sehr krass, Ingwer pur zu essen. Ich kenne das von Adasachi erst. Von seinen Videos, wo der nach New York ja gerade joggt, von Berlin aus. Ingwer essen, das hatte ich vorher nie so ganz auf dem Schirm. Man kann sich wahrscheinlich die ganzen Vitamine und Mineralien und keine Ahnung, was da alles drin ist, auch irgendwo anders herkriegen, herholen. Aber so Ingwer essen mit so Honig drauf, Honig ist ja auch ein Entzündungshemd, das ist schon so richtig so, boah, danach ist man richtig da, danach ist man richtig wach. Aber gut, Kapitel 3 könnt ihr euch jetzt anschauen, indem ihr einfach auf den Link klickt, der unten in der Videobeschreibung von mir verlinkt ist. Also schaut euch das gerne an, wenn ihr das Video noch zu Ende schauen wollt. Sehr geiles Video, ich fand es sehr, sehr cool gemacht. Ich kriege in letzter Zeit voll viel von so kleineren YouTubern immer empfohlen und fand auch das Video hier sehr, sehr cool. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.